Ja moin und herzlich willkommen bei Maschinenhandel Meier. Hä, wie hat der sich denn hier reingeschlichen? Leute, lange herzerwärmende Geschichte, ähnlich spannend wie das Krippenspiel. Um mich soll's heute aber gar nicht gehen. Heute soll's nämlich eher um meinen großen grauen Freund hier und seinen kleinen grünen Bruder, den Mythos, die Legende, den AC400 von Record Power gehen. Wie ihr vermutlich schon sehen konntet, ist der einige Stunden hier gelaufen, hängt auch noch ein bisschen weit oben, was das Zeigen ziemlich schwierig macht. Deswegen hole ich ihn erstmal runter, mache ihn sauber und dann geht's sofort weiter. So, jetzt sieht er auch fast wieder aus wie neu. So, was haben wir jetzt hier überhaupt? Was sind das für zwei lustige Kästen? Das sind alles beides Raumluftfiltersysteme. Die Frage ist natürlich nur, was ist das? Was es schon mal nicht ist, beziehungsweise womit man es nicht verwechseln sollte, ist eine Absaugung wie der Chemweg hier. Das schließt man nämlich direkt an das Gerät an. Tischkreissäge, Schleifgerät, Hobel, was auch immer. Und das saugt das Gerät ab. Das machen die zwei Dinger hier nicht. Sowohl das britische Original von Record Power als auch die amerikanische Interpretation von IGM wälzen die Raumluft um. Das heißt, in beiden Maschinen sitzt eine Turbine, die einfach nur die Luft hier vorne ansaugt, hier hinten durchschickt und die Luft beim Ansaugen eben noch zwei verschiedene Filter durchlaufen muss. Einmal ein Vorfilter und dann hier noch ein Taschenfilter, was grundlegend auch wieder bei beiden Maschinen gleich ist, weswegen beide Maschinen spätestens beim Taschenfilter einen Wert von 1 Mikron erreichen. Das heißt, Feinstaub, Blütenstaub, Pollenstaub wird alles rausgefiltert. Bist du also Heimwerker, Handwerker und Allergiker? Win-Win-Situation. Achso, kurze Info am Rande. Wundert euch nicht, dass mein Filter anders aussieht als die ihr auf der Webseite kaufen könnt. Ist ein Original. Ich habe das hier vorne nur rausgeschnitten, damit ich den leichter aussaugen kann. Grundlegend machen also beide das Gleiche. Die saugen dreckige Luft ein, spucken sie sauber wieder aus, kümmern sich also um alles das, was die Absaugung verpasst hat oder was beim Handschleifen so noch in die Luft gekommen ist. Aber wenn sie doch grundlegend das Gleiche machen, worin liegen denn jetzt die Unterschiede? Ganz einfach. Grundlegend kann man erstmal sagen, die Abflux von Laguna ist größer, lauter, schwerer, leistungsfähiger, hat noch eine extra Anzeige für einen Filter, während der AC400 hier bei wesentlich kleineren Abmessungen 10 Kilogramm weniger immer noch 2/3 der Leistung von dem Aflux 12 hat und dabei wirklich wesentlich leiser ist. Um das mal kurz zu demonstrieren, Record Power AC400 auf Stufe 3 von 3. Man hört was, man kann mich aber immer noch verstehen, also das Ding liegt bei circa 54 Dezibel. Wenn ich aufhöre zu reden, seht ihr es auch wieder. Wie gesagt, das auf Stufe 3, währenddessen der Aflux 12 von Laguna bei Stufe 1 bereits. Deutlich hörbarer ist. Schalte ich den auf Stufe 3, schaffe ich Spitzenwerte von. Von fast 75 Dezibel! Ist das jetzt zwangsläufig ein Problem, wenn du den ganzen Tag Mickey-Mäuse trickst? Nicht, wenn du aber auch mal ein bisschen so arbeiten willst, dann könnte es vielleicht ein bisschen nervig werden. Achso, und falls sich jemand gewundert hat, warum ich beim Einschalten hier hinten gestanden habe, liegt daran, dass beide Geräte mit einem eingebauten Gelenks-Anti-Verkalkungssystem kommen, denn spätestens, wenn ihr eins davon unter die Decke hängt, werdet ihr anfangen, in Werkstatt-Tango zu tanzen, denn diese Fernbedienung funktionieren zwar, aber man muss schon den richtigen Winkel sehr genau treffen. Und um euch jetzt vorerst mal nicht weiter mit Daten und Zahlen zu langweilen, die entweder sowieso auf der Seite vom Gerät stehen oder die man in der Bedienungsanleitung nachlesen kann, dachte ich mir, machen wir mal einen kleinen Praxistest, damit ihr seht, wie viel Luft bewegen die zwei Teile denn jetzt eigentlich hier durch? So, wie teste ich das jetzt? Erstmal nicht mit dem Feuerzeug, denn wenn das Ding saugt und ihr haltet die Flamme zu dicht davor, brennt ihr euch das hier weg. Das habe ich nämlich geschafft. Stichwort, ich würde gerne meine Geburtsurkunde zurückgeben. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem Test an, ob die AC400 hier dieses Blatt Papier davor halten kann. Und falls euch das noch nicht spektakulär genug ist, habe ich noch was vorbereitet. So, Luftzug ist ganz angenehm zu spüren. Ja. War jetzt keine Überraschung, Blatt Papier bleibt davor kleben, denn es passiert ja was. So, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, das Ganze so wissenschaftlich wie möglich zu gestalten. Deswegen habe ich eine Nebelmaschine hier bei circa 1 Meter Entfernung zum AC400 aufgebaut, um das Ganze eben möglichst wiederholgenau mit dem Aflux 12 gleich auch machen zu können und um zu simulieren, was ist denn, wenn der Feinstaub eben nicht direkt vor dem Gerät entsteht, wie gerade mit dem Blatt Papier simuliert, sondern eben ein Stückchen weg, wie zum Beispiel bei einem Meter.
Das Gerät ist jetzt einsatzbereit und aufgeheizt. Beide Maschinen werde ich gleich auf Stufe 3 laufen lassen. Ganz einfach, weil ich denke, dass jeder normale Anwender in der Werkstatt die sowieso mal auf Max macht. Und bitte nicht wundern, das ist Nebel, der kommt auch hinten wieder raus. Das ist kein Feinstaub, der ist zu fein, der ist unter einem Mikron, der geht da durch. So, ich glaube, man konnte ganz gut sehen, dass der AC400, auch wenn es erstmal ein Stückchen drüber ging, das Zeug wirklich noch durchgesaugt hat. Das heißt, trotz dieser kompakten Bauform hat der wirklich Zug. Nachdem der sanfte Brite beweisen durfte, was er kann, kommt jetzt mal der muskulöse Amerikaner dran. Also eins kann ich vorneweg schon spoilern. Das Blatt Papier hält der nette Herr aus Übersee locker. Der hält sogar seine eigene ganze Bedienungsanleitung. Hier auch Stufe 3. Ganze Bedienungsanleitung. Ist auch praktisch, wenn man es nicht verlegen will. Wo ich aber hier gerade einmal bin, möchte ich euch noch ein kleines Unikum dieses Geräts zeigen, wo ich denke, dass so eine kleine Schwäche liegen könnte. Hier befindet sich nämlich erstmal eine Anzeige, die mir sagt, ob da wirklich noch saubere Luft durchkommt oder ob ich tatsächlich den Filter wechseln muss. In der Theorie ziemlich geil. Und das Ganze ist hier an dieses Blech gekoppelt. Wenn das halt komplett hochgedrückt wird durch den Luftstrom, dann drückt es diesen Zeiger hier nach unten, na, das ist ja quasi der Indikator dafür, dass es saubere Luft sein soll. Was mir jetzt aber vorhin schon aufgefallen ist, ist, dass wenn ich das auf Stufe 1 laufen lasse, ich der Meinung bin, dass dieser Hebel, dieses Blech da hinten nicht weit genug hochgedrückt wird und dass hier dann immer irgendwie auf Change Filter steht, was ja nicht sein kann, wenn das Gerät neu ist. Ich versuche euch das nochmal zu zeigen. Kann man das sehen? Ich habe jetzt den ersten Gang reingemacht und das ist gerade so an der Linie, obwohl die Luft ja hier auch beim ersten Gang eigentlich komplett sauber sein sollte. Und das wird erst besser, wenn ich hochschalte. So, und jetzt sollte man eigentlich sehen, ne? Das funktioniert, aber dafür brauchen wir den dritten Gang. Also so richtig anzeigen. Also ja, es zeigt definitiv was an. Die Frage ist halt, was zeigt es an und wie genau ist das? Meiner Meinung nach kann man auch einfach vorne reingucken in das Gerät. Dann sieht man, ob es dreckig ist oder nicht. Und dann, naja. So, gleicher Aufbau wie eben. Kurze Warnung. Wertes Publikum, halten Sie Hüte und anderen diversen Haarschmuck jetzt gut fest. Denn dieser Mann weiß, wie man Luft holt. Also man sieht schon, der fackelt nicht lange, aber der hat auch ordentlich Durchzug. Machen wir mal eine kurze Einordnung von den ganzen Sachen und ein Fazit. Welches Gerät ist besser? Welches Gerät ist vielleicht auch einfacher gesagt für wen geeignet? Beide Geräte konnten jetzt zeigen, was die können. Die Frage ist natürlich, welches ist das Bessere? Welches soll ich mir kaufen, wenn ich mir so eine Luftfilteranlage kaufen möchte? Ganz einfache Antwort, keins ist besser. Beide haben spezifische Anwendungsbereiche. Der AC400 hier zum Beispiel ist nämlich laut Hersteller für bis zu 110 Kubikmeter Raumvolumen ausgelegt. Das heißt, für die allermeisten Heimwerkerwerkstätten ist das Ding mehr als maßgeschneidert. Und beim Aflux 12 gibt IGM zum Beispiel an, dass bei ähnlichem Raumvolumen die Luft von dieser Maschine hier 22 Mal in der Minute umgewälzt wird. Was vielleicht noch wichtig und interessant zu wissen ist, ist, dass der AC400 hier 100 Watt hat, der Aflux 12 hat 150, sprich, das Ding hat 2/3 von der Leistung, kostet aber nur 1/3. Das heißt, habe ich eine Hobbywerkstatt zum Beispiel als Heimwerker, kann ich mir für den Preis von dem 3 davon kaufen und hänge die zum Beispiel ganz gezielt irgendwo in meiner Werkstatt auf und habe die dort, wo der Dreck entsteht, währenddessen das hier auch laut Hersteller eigentlich eher für Handwerker und größere Betriebe gedacht ist, als Gerät, was ich mir irgendwo zentral unter die Decke hänge. Denn wenn ich mir das Ding hier in die Werkstatt stelle, muss ich erstmal aufpassen, dass ich mir nicht permanent den Kopf anrammel. Und so wie das hier durchzieht, bin ich der Meinung, könnte sich der ein oder andere hinter dem Gerät auch ziemlich schnell verkühlen. So,
Abschließendes Fazit, ganz kurz meine eigene Meinung. Erstmal, beide Maschinen, richtig geil, die ziehen ordentlich was durch. Man merkt wirklich den Unterschied, wenn sie an sind. Der Brite hier ist so eine Art alteingesessener Firmengeselle. Der ist schon ein paar Jahrzehnte dabei, der weiß, wie es läuft, der braucht keinen Krach machen, der ist zuverlässig. Da merkst du eher, wenn er nicht mehr da ist. Hier, unser Amerikaner, Junggeselle, will sich beweisen, ist laut, will zeigen, was er kann, geht jeden zweiten, dritten Tag nach der Arbeit nochmal ins Fitti, um noch ein paar Muskeln zuzulegen. Macht genauso seine Arbeit, aber den kriegst du mit. Deswegen würde ich immer noch sagen, der AC400 definitiv eine maßgeschneiderte Lösung für den Heimwerker, für die allermeisten Werkstätten. Preis-Leistung stimmt hier absolut, aber der hier, der macht auch Spaß, der ist nicht von schlechten Eltern. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.